Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch am Lager der Lichtelfen und ja, müssen ja den Bestand ausrotten, dezimieren, wie auch immer. Wir machen jetzt in der Folge, wie heißt die Quest? Schändliche Eindringlinge. Wir sollen die Magier hier ein bisschen zurechtstutzen. Machen wir jetzt auch. Von denen müssen wir ja Gott sei Dank nichts looten, sondern nur killen. Das geht ja recht fix. Problem hast du ja in dem Spiel hier nur, wenn er was looten muss. Da bist du ja ewig dran. So. 2 von 6. Okay, wo ist er hin? Der alte Cheater. Klar, und da zieht doch eine Agro von mir. Dann nehmen wir ihn hier. Kurz vom Plateau gefegt. Hallo? Hallo? Und wir heben eben ab, weil wir die Agro von denen da unten haben. Wer die Agro findet, kann sie behalten. Was machst du? So aggressiv in dem Spiel hier. Okay, er ist tot. Er ist tot. Das müsste der Vorletzte sein, ne? Ups, ich reset ihn jetzt. Nur kurz abgehoben. Quest fertig. So, what new? Besiege hoher Chaos-Elfenmagier. Was ist das X auf? Was soll das sein? Hoher Chaos-Elfen. Sind das Elite-Gegner? Ja. Okay. Dann nicht. Achso, ein geheimes Treffen. Hier ist noch einer. Dann bremsen wir jetzt das Portal. Kann jemand dodgen, der am Boden liegt? So. Erledigt. Mit wem müssen wir quatschen? Mit ihm. Was ist hier los? Ein geheimes Treffen. Was? Scheint, als hätte ein anderer Eldron zuerst erreicht. Er umschließt mit seiner, etwas mit seiner Hand.
Stufe 54. Der schwarze Stoff in seiner Hand passt zur Uniform des Arkonten. Dies könnte darauf deuten, dass Krasis der Verräter ist. Bringe Eldons Hinweis zu Karius. Okay, gut. Wir können jetzt auch eine neue Rüssi anziehen. Die haben wir in der letzten Folge gekriegt. Beziehungsweise die Schuhe. Ja, die müssen wir nicht unbedingt. Die Rüssi wäre aber schon besser. Und die Halskette. Magische Verteidigung, Konstitution, alle Attribute, Bewegungsgeschwindigkeit, physischer Angriff minus 25%. Nein, nicht wirklich. Hier haben wir noch brutale Zerstörerhandschuhe. Die müssen wir allerdings aufwerten. Wie viel haben wir denn von dem Kaschas? Achso, das Kaschas-Set zählt ja gar nicht. Okay. Okay, okay, okay. Habe ich mich vertan. So. Wie sieht die Rüstung aus? Können wir uns sehen? Ja. Können wir nicht sehen. Das sieht edel aus. So, Senil. The Wilds hold the answer. Ihr zeigtet ihnen keine Gnade, das ist gut und gerecht. Würdige Gegner. Wie erwartet war ihre Magie euren Können nicht gewachsen. Starlight guide you. Die können einem hier Honig ums Maul schmieren. So, jetzt können wir hier die Dailies machen. Vella. Do not fear the Chaos Elves. Entweder wurde das in einer Art Code verfasst, oder die Kultisten sind noch verrückter, als ich angenommen hatte. Attune yourself to the natural world, and you will never lose. Ort des Verbrechens. Ja, dieser Stoff stammt von Krasis Robe. Ich will es nicht wahrhaben, aber er ist der Verräter. Überfalle die Höhle in Drand. Ich kenne Krasis seit meiner Kindheit. Ich hätte nie vermutet, dass er sich von der Macht des Chaos verführen ließe. Unsere Aufgabe ist klar und Gefühle spielen keine Rolle. Ich werde Erna benachrichtigen. Ihr begebt euch in die Höhle und legt euch auf die Lauer. Überfalle die Höhle in Drand. Okay. So, was ist denn mit dem Ring, den wir jetzt gekriegt haben? Ja, können wir anziehen. Und zwar nehmen wir dafür Hakana Schutzring raus. Schwupps. Haben wir eigentlich einen Händler hier? Nee, ne? Lagermeister. Dann. My lockboxes are safe and secure. Hatte ich hier nicht auch noch Rüstungen drin? Irgendwie. Ja, ne? Stufe 47, Stufe 46, Stufe 47. 45. Ja, das Set lasse ich auch mal drin. Haben wir irgendwas, was wir hier reinpappen können? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Gott, wir haben so viel Kram, ey. Du hast keinen Platz. Das passt. Ich hab keinen Platz. Gar nix. Das hier Stufe 55, okay. Ja, ist ja nicht so viel, ne? Könnten ja ein bisschen eigentlich Stufe 50 Extraktor. Geht das hier mit dem? Ja. Kasha-Set werde ich nicht auseinanderreißen, deswegen können wir die dann auch. Jetzt?
Verheererhalskette. Weg damit. Weg damit. Das war's, ne? Wir können eigentlich dann... Was haben wir jetzt gekriegt? Die Brust, ne? Dann werden wir die mal ein bisschen pimpen mit den paar Steinen, die wir haben. Ja, auf 10 werden wir die nicht kriegen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube, bis 7 geht er jetzt ohne weiteres. Dann war es das. Fehlgeschlagen. Mein jetzt selbst. Hallo, da steht Erfolg sehr hoch. Jetzt ist nur noch hoch. Fehlgeschlagen. Haben wir nicht so einen Härtungstrank? Hatten wir doch auch. Hatten wir ja auch. Da bin ich ganz sicher. Ausdauertrank. Ausdauertrank. Edoras Wind. Geschwind, geschwind. Edoras Kind. Voller Wachstum. Bändigungsguter Trank. Härtungserfolg. Komm, mach Stufe 6. So, jetzt bitte 7. Stufe 8. Stufe 8. Stufe 9. Na komm, mach. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Alles fehlgeschlagen, Drecksack. So. Gut. Ja, Heiler, allgemeiner Händler. Hallo. I've got just what you need to survive in the wilds. Ja. Du kannst bestimmt Mana-Tränke gebrauchen, ne, mein Freund? Mana-Trank. Stärke-Trank. Noch ein Knöß, der hier weg kann. Ja, ich sehe spontan nix. Ne, das war's, ne? Energietrank, Stärketrank, Stärketrank, Heiltrank. Hier Eloras Windgedöns, haben wir den schon verkauft oder dümpelt er auch noch in unserem Inventar rum? Ich sehe ihn gerade wieder nicht. Da ist er. Weg. Gut. Forest keep you. Dann, war jetzt nur noch das Brett hier, ne? Ja. Ab in Richtung Dranzhöhle. No! It's a trap! Ernsthaft?
Die hauen ab und er kämpft. Jetzt habe ich keine Heiltränke in der Leiste. Warum? Ein bisschen viele. Wo sind die Heiltränke, Kollege? Da sind die Heiltränke. Aber ich glaube, das ist jetzt schon zu spät. Auch mal ein bisschen durch die Gegend. Guck dir mal den Tempel an. Alles schön und gut. Ach ja. Boston Marathon. Fast erwischt. So, Freunde. Papi ist wieder ready. You're so predictable. My friend, how far you have fallen. I just picked the winning side. The Holy Stone. Now I can see him. The God of Ruin. Traitor! I will show you true power! Give me what I seek. I'll take it from your corpse. Okay. Upsala. Nein! Falsche Richtung ist es. Ja, komm. Ist er gesettet? Ernsthaft? Sprich mit dem Auftraggeber, um es erneut zu versuchen. Oh, nee, ne. Bezahle ich dann 5 Elun. Drecksackspiel. Kann man aufsetzen. Wo sind wir jetzt? Da oben wieder. Okay. Gut, Kinders, dann würde ich aber sagen, dann machen wir das dann in der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon wieder bei 18 Minuten, bis wir wieder zurück sind. Und dann ganze Video-Intro und Gedöns. Okay, das können wir natürlich abbrechen, verkürzen etc. pp. Aber dann haben wir wenigstens für die letzte Folge dann noch was. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.